So, moin moin Leute und willkommen zurück in der Arena of Death, Doom, Destruction and Stuff bei Pokémon White 2. Wir werden uns heute in der Drachenarena weiter nach oben prügeln. Jetzt dürften wahrscheinlich die beiden Hände dran sein, jawohl. Dann gehe ich diesmal zuerst nach links, weil Ladies first. Bats! Ab dafür! So. Schauen wir doch mal. Oh, das ist sogar ein Rotationskampf. Das ist interessant. Dann wird rechts wahrscheinlich ein Dreierkampf sein. Schätze ich mal. Just because I can. Wird erstmal egal, was vorne steht, gepflanzt. Ja, gut. Schadrago wird bepflanzt. Alles klar. Dann schauen wir doch mal. Oh, das hat ganz schön Schaden gemacht. Okay, KP passt. Dann drehe ich mal wieder zurück zu Zurokex und hau mal einen. Ach, Irokex und hau mal einen Turmkick rein. Booms! Und es reicht sogar. Sehr schön. Aber die Rauhaut. Naja. Nur Rauhaut. Solange nicht der Beulenhelm noch wieder dazukommt, ist alles okay. Und damit dürften die weiteren. Ach ja, das wird ja auf alle drei aufgeteilt. Damit dürften die weiteren beiden Pokémon auch kein großes Problem mehr sein. Für Irokex. Ich mach mal lieber einen Knirscher, bevor das Ding jetzt mit Schutzschild anfängt oder so und mein Turmkick dann daneben haut. Ja, gut. Das war zu erwarten. Hoffen wir mal, dass es mich jetzt nicht mit einem Schlag umhauen kann. Das wäre nämlich doof. Oh, ja, das tut's auch. Tschüss. Das Milzer dürfte das nicht aushalten. Wenn Scharfax schon fast draufgegangen ist. So, und dann kann ich auch gegen das jetzt noch übrig bleibende Scharfax einfach eine Finte reinhauen. Ja, verhöhnen mich halt, ist in Ordnung. Ich kann eh keinen Setup-Move. Tudum und tschüss. You die. Aber es hatte keine Überbrückung, glaube ich. Yay! Und da haben wir gewonnen. So, einmal zurück. Ich dürfte jetzt eigentlich wahrscheinlich schon nach oben. Ja, okay. Aber erstmal nach rechts. Bats! Ich will ja alle Erfahrungen mitnehmen, die ich hier kriegen kann. So, Dreierkampf, schätzungsweise. Na? Ja, Dreierkampf. So fett wie das Feld ist, definitiv Dreierkampf. Booms! Du hast genau die gleichen Pokémon wie deine Kollegin drüben. Why? Just why? Aber ich kann sie, glaube ich, alle langsamer machen. Turmkick dahin. Yep, das geht auf alle. Oh, ich mache aber, glaube ich, dann alle langsamer. Ups. Das geht auf den. Egal. Wayne. Also letztlich wird dann einfach eigentlich nur Dingsbums schneller. Schön. Booms und weg. So. Yay. Keks erreicht Level 47 und Force erreicht 44. Dass die Erfahrung hier aber auch gedrittelt werden muss, das ist doof. Aua. Wer kriegt dann jetzt eigentlich den... Warte mal, was? Wieso hat das erstmal nur mir Schaden gemacht? Ah, jetzt. Tudum. Ich kann natürlich auch einfach einen Steinhagel machen. Das hätte auch alle drei getroffen. Und er kriegt die Heilung. Okay. Ähm.
komm, Knirscher. Der Steinmogel dürfte auch auf, ja, auf alle drei gehen. Und dann kommt hier noch ein Gigasauger hin. Ich bin immer noch schneller, obwohl er einen Drachentanz gemacht hatte. Okay. So, jetzt muss der Steinhagel nur noch alle treffen. Aua. 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 Das tut doch weh. Meine Fresse. Danke. So. Und tschüss. Ja gut, der Hochmut ist jetzt auch egal. Die Überreste kommen ja leider nicht mehr. Sehr schön. Dann wird jetzt erstmal wieder geheilt, bevor ich nach oben gehe. Denn ich will nicht ungeheilt auf den Alena-Reiter, genau, auf den Alena-Reiter treffen. Dupdidu. Sprache und so ist schon was Schwieriges. Weg. Und auf nach oben. Ja. Miep. Wen stelle ich jetzt nach vorne? Lasse ich Irokex vorne? Ja, das ist mein Level höchstes, das lasse ich vorne. Aber speichern will ich noch. Falls ich doch verkacke, weil der Arenaleiter wahrscheinlich ein bisschen stärker sein wird. Obwohl, die Viecher waren alle so zwischen 44 und 46, dann dürfte er wahrscheinlich bei 48 bis 50 sein. Das ist gar nicht mal so weit über meinem Level. Hey, ich bin Bürger und Meister! Bitch! Guck dir meine Drachen an, Alter! Oh yeah! Oh yeah, da muss er noch den Ärmel hochkrempeln. Er ist sogar nur bei 46. Okay. No problem. Gut, dass das nicht reicht, war zu erwarten. Das war doof von ihm, weil das macht mir quasi keinen Schaden. Ich denke mal, fast ein Knirscher könnte sogar reichen jetzt. Ich möchte den Turmkick nicht riskieren. Jawohl. Sehr gut. Damit hätten wir unseren ersten Hochmut. Das sollte also jetzt kein Problem mehr sein. Ich bin jetzt wahrscheinlich ein bisschen langsamer als die Gegner, aber hey, kack drauf. Wie viele hat er denn noch? Die Beldra, aha. Okay, er hat noch zwei. Und mit Erdkräften. Das ist auch hübsch. Ich habe auch mal nachgeschaut. Die Erdkräfte lernt in Black White 2 Knackleon tatsächlich schon auf Level 39. Das eine Vibrava, was wir irgendwann mal gesehen hatten, das war genau Level 3, 39. Also das passt schon. Ja, das war klar. Da möchte ich jetzt aber trotzdem nicht noch einen Turmkick riskieren, weil, naja, muss nicht sein. Vielleicht senke ich ja, obwohl, wenn ich diesen, ja gut, Verteidigung senken, ist jetzt egal. Das macht nichts aus. Und weil ich die AP habe und ein bisschen verteilen will, was? Das Ding wollte eine Drachenroute machen. Okay. Also es war zumindest eigentlich schneller als ich, hat aber eine Minuspriorität gehabt. Und da ich einen Drachenbogen vor mir stehen hatte, ging von der Drachenroute aus. Und da kommt garantiert jetzt noch ein Max-Axe. Aber das ist mir egal. Denn einen Angriff überlebe ich. Und Max-Axe nicht. Dopp-di-dupp-di-da. Turmkick! Booms! Ich bin sogar schneller. Auf die Fresse und in den Magen. Oder so. Bams! Das war hart. Okay, also der Arenaleiter war wesentlich einfacher, als ich dachte. Ich habe mich auch mit den Leveln nicht... Also ich habe die Level wesentlich höher geschätzt bei ihm. Yay, siebter Orden! Bams! In your face. Bitch. Vielen Dank. Bis Level 80 gehorchen wir jetzt auf wilde... Ach, wilde, sag ich schon. Fremde Pokémon. Und TM 82. Das dürfte sogar die Drachenroute sein. Ich schau mal eben nach. Dupdidu, 82. Ja, Drachenroute.
definitiv. Ich könnte mal wieder orten hier. Dupdi-dup. Danke. Und zurück, bitte. Ich möchte wieder nach unten. Ich möchte wieder ganz nach unten, bitte. Oh, Leute von heute. Und die Arena ist richtig geil gestaltet, wenn ich das mal so sagen darf. Man muss zwar Minimum 3 Kämpfe machen vorm Arena-Leiter. Wegen den 3 Ebenen halt. Aber ich find's gut, dass einem die Wahl gelassen wird, dass man auch die anderen noch machen kann. Also, dass man nicht alle umgehen kann, aber dass man schon ein paar umgehen könnte, wenn man wollte. Ja, ich lauf dir einfach mal hinterher. Oh, diese Musik. Warte, was ist eigentlich in dem Haus hier? Unwichtig, egal. Mit dem muss ich wahrscheinlich dann gleich reden. 7 Orden haben wir, yay! Leute, es geht voran! Bald haben wir's! Also, naja, ich tippe mal so von hier an noch 8 bis 10 Parts. Ist vielleicht ein bisschen knapp bemessen, aber 10 Parts werde ich schon brauchen, glaube ich. Hey, komm mit mir! Ja, du musst jetzt nicht noch 3-mal irgendwo auf dem Weg stehen bleiben. Ich kann dir wohl folgen. Ja, jetzt sind wir hier. Ja. Dupdi-dupdi-du, du-du-du-du-du-du-du-du. Er erzählt mir garantiert gerade eine unheimlich interessante Geschichte. Die ich aber nicht nachvollziehen kann, weil ich nicht verstehe, was er sagt. Oh, oh. Was zur? Was geht ab? Ab nach draußen und nachschauen. Sofort. Oh, what the? Hallo, Story. Das sieht sehr nach Team Plasma aus. Also nach den Team Plasma Piraten-Dingern da, Leuten. Was zur Hölle haben die vor? Nein, 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 nein. Nein. No, 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 no. Fuck! Da Fug! Die freezen alles ein, was soll das? Nicht gut. Gar nicht gut. Wiep. Wieso geht das Eis nicht kaputt? Ach, die schon wieder. N. Bla 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 bla. Wir haben ja alles zugeheißt. Ich kann mir fast denken, was sie damit vorhaben. Ich meine, Eis, ja. Was könnten sie wohl mit Eis hervorrufen wollen? Ich erinnere mich da so an einen Eisdrachen, um den das ganze Spiel hier sich dreht eigentlich. Entsprechend würde ich einfach mal fast davon ausgehen, dass sie mit dem ganzen Eis hier Kyurem hervorrufen wollen. Also, herrufen wollen. Die Tür ist zugefroren. Und du da stehst so verdächtig darum. Ah, okay. Jetzt darf ich kämpfen. Oh, dieses quietschende Geräusch im Hintergrund immer. Mhm, okay. Ach, schade. Why you no reich? Ja, gut, das ist mir jetzt egal. Okay. Hochmut!
Bank vor dem Fall, aber egal. So. Mit dem nächsten Biest dürfte ich vielleicht sogar schon auf Level 49 kommen. Oh Gott, Smogon, das ist doch eine physische Wall. Bäh. Oh ja. Aber sowas von physischer Wall. Ja gut, aber den zweiten Knirscher wird es nicht mehr überleben, das ist klar. Ach ja. Und besiegt. Komischer Pirat. Aber ich würde fast behaupten. Ah, die Arena ist noch offen. Und da ist immer noch die tolle Musik. Egal. Ich würde mal behaupten, das war's schon wieder von mir für heute. Bis denne dann und see ya.